Hallo, ich bin Maggie. Ich wohne in Gettorf, das ist Bake Hill, bin 12 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse. Aber ich habe mich mit Maggie nicht in Kiel, sondern in Hamburg verabredet, direkt gegenüber des Musical Boulevards. Was sie nicht weiß, ich habe eine fette Überraschung für sie. Aber zuerst soll sie mir erzählen, woher ihre Leidenschaft für Musicals kommt. Ja, schon früher so, als ich ganz klein war, da mit meiner besten Freundin, haben wir auf dem Dachboden uns so eine kleine Bühne aufgebaut. Mein kleines Keyboard mit so einem kleinen Mikrofon dran und uns dann verkleidet und haben dann, immer einer hat so gespielt und der andere hat so getanzt und beide haben zusammen gesungen. Das war cool. Das war sehr cool. Sehr cool. Dann warst du beim König der Löwen, warst du ja schon mal. Ja, genau. Ja. Guck, hier kommt schon wieder das nächste Musical-Boot. Heiße Ecke, das St. Pauli-Musical. Ich kenne nur die scharfe Ecke. Das ist hier eine Kneipe hier oben, ne? Wenn man Kai Pflaume treffen will, geht man also zur heißen Ecke. In die scharfe Ecke. In die scharfe Ecke. Können wir vielleicht gleich nochmal rüberfahren und dann gucken wir uns Hamburg noch von der anderen Seite an. Das allein wird nicht die Überraschung, aber der Reihe nach. Maggie wohnt natürlich noch bei ihren Eltern. Das ist meine Mama. Mutter Birka ist Verwaltungsangestellte. Das ist mein Papa. Vater Thomas ist Polizist. Das ist mein Bruder. Tim Henrik ist 25, er studiert in Kiel. Und das ist meine Schwester Louise. Louise studiert in Bonn und sie ist 21. Maggie singt im Musicalchor der Gemeinde. Da spielt sie natürlich die Hauptrolle. Sie ist so eine kleine Tüdelchen Rappensau, hat sie von der Mama geerbt. Und ihr macht das nichts aus, ihr bringt das Spaß. Je mehr Leute da sind, desto cooler ist das. Ich finde Musicals toll, weil da sehr viel Gesang, Tanz und Schauspiel halt drin ist und dass man da einfach in so eine Geschichte reinschlüpft. Maggie hat sogar schon eine Hauptrolle in einem Film gespielt, in Mein Lotterleben. Weißt du eigentlich, wie schwierig das war für mich, eine neue Flötenlehrerin zu finden? Immer wenn ich spiele, passiert irgendwas Blödes. Im Film gab es ja 101 weiße Kaninchen und ich habe dann nach dem Dreh zwei von denen mit nach Hause genommen. Das Ding war, dass wir nicht wussten, dass es belgische Riesenkaninchen sind. Und jetzt sind sie schon sehr groß. Also sehr, sehr groß. Zurück in Hamburg. Jetzt wird es aber Zeit für meine Überraschung. Mit einer Privatbarkasse geht's rüber auf die andere Seite. Wir sind da! Einmal hat Maggie das Musical Der König der Löwen bereits gesehen. Aber das, was sie gleich erwartet, das ahnt sie nicht. Ich meine, das Theater ist hier schon außen schon ganz schick, oder? Ja, schon. Ja. Hättest du ja von, wenn wir auch mal reingehen. Ja, das wäre mega. Mal so eine kleine Tour hinter den Kulissen von König der Löwen? Das wäre super mega. Ah. Mit Maggie gehe ich natürlich standesgemäß durch den Künstlereingang. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. In der Kostümabteilung treffen wir den künstlerischen Leiter Willi Welp und Joachim Benoit, der seit 18 Jahren zur Stammbesetzung des Musicals gehört. Er spielt den Vogel Zazu. Maggie, wenn du es dir aussuchen könntest, welche Rolle würdest du hier gerne spielen? Ja, die Nala. Ja? Ja. Okay. Maggie darf sogar die Originalmaske auf den Kopf setzen. Und Willi Welp zeigt uns Nalas Kampfpose. Ein exklusiver Blick in die Puppenabteilung. Joachim erweckt den Vogel Zazu zum Leben. Ich bin, verehrte Dame, des Königs oberster Hofgroßmeister. Maggie ist hin und weg und dann darf sie Zazu steuern. Wenn du hier drückst, dann bedienst du den Schnabel. Ich bin. Ah! Oh, Entschuldigung. Der Hut steht Maggie gut. Ein Highlight habe ich aber noch für sie. Was können wir jetzt noch sehen? Das Heiligste vom Heiligen. Wo geht's denn hin?
Zum Hühner? Ja. Cool. Natürlich, die Bühne. Bei den Proben darf eigentlich niemand zusehen. Wir schon. Und Maggie darf ganz nah ran. Ich möchte jetzt mit euch eine Probe machen. Und für dich habe ich was Besonderes vor. Ich möchte dich in den kleinen Elefanten stecken. Und für Kai habe ich auch eine kleine Überraschung. Ich bin der große Elefant. Nee, nicht ganz. Kai, du wirst jetzt in den vorderen Teil vom Rhinoceros gehen. Na toll, Rhinos sind doch fast ausgestorben. Maggie, der kleine Elefant, und ich, das Riesen-Rhinoceros. Was für ein Gespann. It is where we are. Maggie. Ich brauche dich heute Abend in der Show. Du bist super. Bei Kai müssten wir noch mal ein paar Proben ansetzen. Oh Mann, oh. Das Rhino ist raus aus der Show. Das war ein spannender Tag in Hamburg. Tut mir leid, Dagmar Koller. Aber wenn das Duell vorbei ist, sagen Sie nur noch Mama Mia. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.